Analyse zum letzten Delay Sports Spiel der ersten Hälfte der Saison gegen SC Alemannia 06 Haselhorst. Ich will kurz vorwegnehmen, dass das die letzte Analyse ist, die ich jetzt regelmäßig dazu mache, weil die Fehler, die verändern sich nicht groß. Das ist fast immer das Gleiche, wenn ich dann was dazu erzähle. Und die wichtigsten Fehler habt ihr im Grunde alle schon gesehen. Also wenn ihr wirklich da mal ein bisschen schauen wollt, was kann man besser machen, was sollte man nicht machen, auf was sollte man achten beim Fußball, habe ich eigentlich in den letzten Videos schon genug dazu erzählt und gesagt, was Basics vor allen Dingen sind, auf die man achten sollte. Außer ihr habt jetzt wirklich Bock drauf, dann haut es wirklich in die Kommentare rein, dass ich das regelmäßig machen soll und dann vielleicht auch mal wirklich am nächsten Tag oder am gleichen Tag, wenn das rauskommt, auch das Analysevideo hochlade. Ansonsten würde ich sagen, ich gucke mir nur noch vielleicht die letzten Spiele der Hälfte einer Saison an, eventuell, um auch mal vielleicht Unterschiede zu sehen. Wer hat sich verbessert, wer hat sich verschlechtert und so. Was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert. So nach dem Motto. Wäre bestimmt ganz interessant. Ansonsten schauen wir jetzt mal rein. Ich will ein bisschen mehr analysieren in diesem Video. Schön hier rüber gelegt, das ist auf jeden Fall nice. Aber den hier durch die Mitte da durchzustecken, durch diese zwei Leute, ist nicht unbedingt optimal. Ja, ist auf jeden Fall ein kritischer Pass. Hätte er hier entspannt schön nach außen passen können, wäre sehr, sehr, sehr viel besser. Da hier riesigen Raum, kann sogar auf den zweiten Pfosten, auf ihn hier flanken und kann aber auch, wenn er geht, in den Rückraum reinspielen auf Sydney, der hier ist. Ja, im Endeffekt kommt der Ball dann über Umstände zu ihm nach außen, was Sydney eigentlich auch gut gemacht hat. Prinzipiell hätte er direkt abziehen sollen. Wenn er den Ball annimmt, zack, ist der Gegenspieler schon direkt vor ihm. Naja, macht den langen Pfosten zu. Ja, war jetzt nicht so gut. Und wenn er ihn hier schon austanzt, einfach auf Sydney, zack, hätte man sogar noch Doppelpass machen können, hätte man alles machen können. Aber wenn Sydney spielt, zack, kann er auch direkt aufs Tor schießen. Also eigentlich, ja, recht entspannt, da irgendwas zu machen, um ein Tor zu machen. So, hier hat er auch schon die Chance verpasst, hier in die Mitte reinzuspielen. Auf den nächsten Mann. Weil er braucht da gar nicht reingehen. Und dass er hier rausgeht, ist auch totaler Quatsch, ne? Weil er steht jetzt hier oben drin. Ne? Hier. Was er machen kann, ist zum Beispiel Laufweg hier anzeigen. Ja, dass er hier im Zentrum einen Raum kreiert. Ja, hier ein bisschen was aufmachen. So, indem er jetzt hier zurückrennt, seht ihr das? Jetzt stehen hier drei auf einen Fleck. Drei auf einen Fleck. Wenn die zwei könnten jetzt easy, richtig nice hier draufpressen und zumachen. Genau deswegen. Wäre er jetzt hier hochgelaufen, hätte er den hier schon mal mit sich gezogen und hier wäre ein viel größerer Raum. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, taktische Sachen. Nicht gut. Und prinzipiell hätte er halt von hier in die Mitte spielen können, weil dann bleibt auch die Position gewährleistet. Er ist weiter außen und das Spiel bzw. die Gegner bleiben auseinandergezogen. Ja, indem er noch mit reinzieht und hier jetzt sie wieder zu zweit stehen, können auch die Verteidiger, Mittelfeldspieler, auch näher zusammenstehen und sowas und machen die Räume enger. Ja, also sie machen sich selber die Räume enger. Das ist das Problem. Und das ist genau das, was ich meine. Bilal ist halt ziemlich auf sich, auf sein Dribbling fokussiert, ne? Also, weil er hätte jetzt hier einfach direkt nochmal rüberspielen können. Und dann wäre er wahrscheinlich sogar durch gewesen. Seht ihr diese Lücke hier, die hier ist? Aber Bilals Kopf ist unten. Und für jemand, der irgendwie Regionalliga gespielt hat oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, wie das Niveau in Berlin ist, Regionalliga oder was auch immer das für eine Liga war. Aber meiner Meinung nach absolut nicht gut. Ne? Das muss er sehen. Rüberspielen, easy peasy. So, dann nimmt er den ersten hier auseinander. Dann schießen, völlig in Ordnung. Und hier müsste Bilal direkt genau nach hinten schauen und den Ball direkt auch zurücklegen. Ja, und man merkt so ein bisschen, dass er hier eigentlich schon geplant hat, den Ball gar nicht zurückzulegen. Ja, wenn ich mir hier so angucke, ich weiß nicht, ob er auf den Ball guckt oder nicht. Kann auch sein. Aber hier wäre eigentlich schon im Moment gewesen, direkt zurückzuspielen. Ja, und das heißt, die Entscheidung, die er gefällt hat, war hier schon gewesen, dass er das nicht machen will. Und hier sind zwei Leute. Einfach zurücklegen, das Ding, nach hinten schauen, bumm, Tor machen. Easy peasy, wirklich easy peasy. Das sind so Basics, das ist schon krass. Lässt sich halt dann sehr, sehr viel Zeit und dann durch die Beine das Ding. Ja, funktioniert bei manchen, aber bei manchen auch nicht. Ja, desto besser die Gegner, desto schwieriger es zu machen. Das ist halt das Ding, deswegen hätte er die Chance vorher schon nutzen müssen. Den Ball rüber. Was aber Bilal hier auch wieder nicht im Kopf hat, ne? Der Kopf ist halt unten, den hier hinten durchzuspielen. Bilal ist jemand, bei dem du irgendwie oft siehst, der hat eine Entscheidung, er ist auf eine Sache fokussiert, er sieht nicht das Ganze. Und dann spielt er, schon bevor er den Ball hat, hat er eigentlich schon den Gedanken, auf Sydney wieder zurückzulegen.
Er hat sich aber keinen Plan gemacht um die ganzen anderen, die noch um ihm drumherum sind. Das sieht man sehr, sehr häufig. Weil auch hier hätte er sogar hier nochmal durchstecken können, anstatt auf Sydney, was noch besser gewesen wäre. So, und Sydney spielt jetzt den Ball, was auch viel zu spät gewesen ist, ne? Also schon, wenn Sydney hier läuft, ja, schon wenn er hier läuft, muss er schon den Kopf oben haben und gesehen haben, was hier auf der Seite passiert. Und das heißt, der nächste Kontakt ist ein Direktpass auf den 15er. Wenn er es gesehen hat, wenn er den Kopf oben hat, hat er aber nicht. Zack, und jetzt läuft er noch, kommt ein bisschen ins Taumeln und dann sieht er, oh, da ist ja einer. Und er hat es eigentlich ganz gut gemacht, dass er nochmal so ein bisschen quer gelaufen ist, ne, damit er nicht im Abseits steht. Und dann kommt der Pass. Ja, sind aber so Kleinigkeiten. Auf diesem Spielniveau völlig in Ordnung, geht trotzdem alles durch. Auf höherem Spielniveau nicht. Und deswegen erzähle ich euch das auch immer, damit ihr das für euch ein bisschen probieren könnt zu verbessern. Hätte Abdul einfach nur direkt nach vorne ballern müssen. Ne? Er wollte ihn wahrscheinlich irgendwie noch annehmen, hat ihn im Rücken nicht gesehen und das ist der Fehler gewesen. Ja? Wäre das, hätte er nämlich direkt aufs Tor geballert, wäre das im Nachhinein, ob es faul wäre oder was auch immer, wäre eh ein Tor gewesen. Ist ja scheißegal. Und schön von Abdul. Ja, guckt euch das an, das wäre doch nice. So muss es sein. Hat den Ball, guckt, er läuft. Ist noch nicht der richtige Moment zum Passen tatsächlich. Aber jetzt, kurz bevor er auf der Abseitshöhe ist, den Pass durchstecken. Das sind die schönen Pässe, das sind die guten Pässe. Das macht es fürs Verteidigen schwierig beim Gegner. So, und den könnte er hinten auf den zweiten Pfosten flanken. Jo, direkt hinten auf den zweiten Pfosten. Er ist so weit weg. Chance hat er verpasst. Das ist auch wieder Bilal, so wie ich das sehe. Ja. Bilal wieder nicht gemacht. Von dem man sowas eigentlich erwarten müsste. Und jetzt kommt der Pass nach hinten, der auch schön ist. Und das Ding muss easy ins Tor. Muss easy ins Tor, muss man auch nicht Volley nehmen. Einfach mit einem Innenriss, wie so ein Thomas Müller zum Beispiel. Einfach Innenriss, easy peasy aufs Tor, weil der Torhüter kann den Ball nicht kriegen. Der ist auf dem ersten Pfosten, so möglich. Ja, da kannst du Kullerball hier reinsetzen und das Ding ist drinne. Ja. Deswegen, hier gilt es einfach das Tor machen. Innenriss, zack, Tor. Ja, da will Sydney mal zeigen, was er Volley kann. Ah, Käse. Aber, ja, auch sowas passiert. Na, das ist halt das Ding. Auch sowas kann passieren. Ist halt einfach so. Deswegen immer so einfach wie möglich machen. Na, man ist ein Mensch, man macht nicht immer alles perfekt. Aber man kann sich die Sachen probieren zu vereinfachen, indem ihr einfach dann mit Außenriss, mit Innenriss das Ding aufs Tor bringt. Anstatt das Ding halt Volley zu nehmen. Nimmt den Ball an. So. Das, was er hier macht, ist totaler Quatsch. Seht ihr das, wie lange er den Kopf einfach unten hat? Für alle, die was lernen wollen. Ihr seht den Pass kommen. In dem Moment. Dann guckt ihr hier schon zur Seite. Ihr seht, hier ist mein Mitspieler. Zack. Ihr müsst da auch schon nochmal rumgucken, dass ihr hinten, ja, zack, da ist mein Mitspieler. Dass ihr das vorher schon seht. Bevor der Ball bei euch da ist. Ja. Und spätestens hier, nach dem ersten Ballkontakt, zack, da auch nochmal gucken, wo eure Mitspieler sind. Weil der Kopf ist nicht einmal irgendwie auf irgendeinen Mitspieler gerichtet oder irgendwie sich Überblick zu verschaffen. Gar nicht. Das ist einfach nicht gut. Und hier entscheidet er schon, weil der Ball so huppelt, als der 13er schon kommt, dass er ihn über ihn spielen will. Obwohl er hier so viel Raum hat, aufzudrehen, vielleicht sogar aufs Tor zu schießen. Und ich weiß auch nicht, wo der Außenspieler jetzt ist. Vielleicht läuft er auch gerade rein, Abdul oder wer immer. Sie eine Chance zu kreieren. In diesem Moment, in diesem ganzen Moment verschwendet er einfach nur Zeit. Für eine kleine Spielerei. Ja, ihr seht schon Abdul. Also ich wette, man hätte hier durchspielen können, Abdul wäre durch gewesen. Hinten auf dem Flügel, droppen lassen, hochziehen. Genau, macht er richtig. Guck, Sydney kann easy dahin spielen. Jetzt nochmal ins Zentrum spielen. Wäre auch genau das Richtige, direkt am besten. Na, schon ein bisschen die Chance verpasst, weil ihr seht, der Fünfer muss dann abstoppen, na, um wieder im Raum zu bleiben, so ein bisschen. Deswegen halt direkt spielen, weil er dann mit Tempo kommen kann und vielleicht sogar auch abziehen kann. Ne? Also solche Geschichten. Du hast eine bessere Positionierung zum Ball dann, wenn der Ball zu dir kommt, dass du auch sagen kannst, okay, ich ziehe jetzt einfach aufs Tor. Einfach ab. So, hat den Ball. Und schwierig zu sehen, ob er schießen kann. Ich gehe nicht davon aus. Ne? Könnt ihr jetzt nochmal rüberlegen, ganz auf außen. Na, also Sydney hier ganz auf außen. Nochmal durchstecken. Hat er auch verpasst. Nicht gemacht. Dadurch machen sie sich alle komplett eng. Guck mal, wie viele Leute hier stehen in diesen paar Metern. Alle machen sich's komplett eng. Alle stehen da. Der Einzige, der außen dann gelaufen ist, wo man hätte schön durchstecken können.
da kam kein Pass hin. Ja, das ist halt so das Ding. Fußball ist halt Entscheidungsfindung. Ja? Eine schnelle Entscheidung finden, die gut ist. Kannst du aber nur dadurch erreichen, dass du auch das ganze Feld siehst oder beziehungsweise sehr viel wahrnimmst von deiner Umgebung. Ja? Weil je weniger du wahrnimmst, desto weniger Entscheidungsmöglichkeiten hast du, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und deswegen müsst ihr euch angewöhnen, ganz viel auf dem Platz zu gucken und euch zu merken, wo eure Spieler sind. Und auch zu hören, wo eure Spieler sind. Deswegen ist auch das Reden super wichtig beim Fußball. Ich habe sehr viel schon erlebt oder ich war schon in einigen Mannschaften, wo nicht viel geredet wurde. Und den Unterschied, den merkt man auch sofort. Also das Reden ist unglaublich wichtig und gibt euch einen riesen Vorteil im Spiel. Deswegen probiert immer in bestimmten Situationen zu reden, ein bisschen aufmerksam zu machen, dass ihr den Ball wollt, beziehungsweise Hintermann, all solche Geschichten aufdrehen, habt ihr nicht gesehen. Ja, das gibt immer nochmal einen kleinen Bonus für den Spieler, der den Ball dann hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ganz, ganz wichtig. Immer nur wichtige Informationen geben, dass der Spieler, der den Ball hat, darauf aufmerksam werden kann. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie groß den zulabern müsst oder sonst irgendwas. Einfach nur, um ihm eine Entscheidungsmöglichkeit dann mehr zu geben, die ihr vielleicht nicht gesehen habt. Ja, also das heißt, wenn ihr seht, er guckt nicht, dann mal vielleicht kurz aufmerksam. Aber ihr braucht zum Beispiel jetzt nicht reden, wenn jetzt einer in der Verteidigung, in der hintersten Reihe steht. Ja, und ihr steht außen. Dann braucht ihr euch nicht irgendwie groß aufmerksam zu machen. Ja, das muss ein Verteidiger sehen. Wenn er hinten steht, ist er der Einzige, der das ganze Feld überblicken kann, komplett. Wenn er euch da nicht sieht, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, also das muss vorausgesetzt werden. Sydney kommt leicht entgegen. Hier hätte er auch schon direkt auf den Fünfer klatschen können. Gar nicht erst annehmen. Ja, er spart Zeit, macht das Spiel ein bisschen schneller und macht es schwieriger für den Gegner, sich wieder in die Position schnell einzuordnen. Ja, eine Fünfer muss direkt auf Bilal dann auch wieder spielen. Wie er es hat klatschen lassen, war natürlich nicht so geil. Ja, wenn, dann muss er mehr hier in den Raum rein klatschen lassen, weil er sieht, dass der Typ hier schon ist. Aber da Bilal nicht immer so richtig guckt, ist das dann wieder genauso ein Punkt. Ja, lässt hier einfach klatschen, hat ihn wahrscheinlich nicht hier richtig gesehen. Ja, Fehlpass. Ja, also wenn du richtig dich umschaust, dann gibst du so einen Pass hier in den Raum, wenn du ihn gibst, dass er gar nicht erst rankommen kann. So, dann probiert er den zurückzulegen. Bilal ist aber gedeckt. Also bringt nichts, außer wäre durch die Beine gegangen. Den Ball wieder. Und dann probiert er einfach, weil er keine andere Lösung sieht, den Ball einfach reinzuhauen. Hätte aber ganz entspannt wieder zurückspielen können, nochmal neu aufbauen. Ja? Anstatt random, also zufällig, komplett einfach das Ding mal reinhauen. Vielleicht kriegt es einer. Das ist Käse. Abdul hat den Kopf oben, seht ihr das? Er probiert und wartet auf eine Möglichkeit, den jetzt der Außen ist, anzuspielen, dass er ihm eine Chance gibt. So muss das sein. Ja, das ist wirklich gut. Manchmal Abdul macht nice Sachen. So, und dann gibt er ihn durch. Und war super. Und der Ball muss jetzt hier hinten auf den zweiten Pfosten kommen. Easy peasy auf den zweiten Pfosten hin. So, und ich glaube auch, dass er es probiert. Hat es gesehen. Torhüter kommt nämlich nicht ran. Sehr nice. Und da jetzt nochmal ablegen auf den Achter. Oder auf Abdul. Rüberlegen. Und das ist wieder, wer auch sonst. Es ist Bilal. Ja, es ist immer Bilal. Ich glaube, bei jedem Video spreche ich das immer an, dass Bilal immer sein Ego-Ding macht und habt ihr nicht gesehen. Weil es einfach so ist. Und das finde ich sehr schade. Kopf ist unten, die ganze Zeit unten. Schießt er genau auf den Gegner. Nicht gut. Also für mich kein Spieler, der so hoch hätte spielen sollen. Nach dem, was er hier zeigt. Immer in den Spielen. Ja, ein guter Spieler, auch wenn er lange nicht gespielt hat, das sind Basics, die verlernst du nicht. Naja, wenn du wirklich immer geguckt hast und hast nicht gesehen. Also das Fußballerische. Und du bist vielleicht nicht mehr so schnell, okay. Aber das Fußballerische, spielerische Intelligenz, das verlierst du nicht. So, guck mal, wie er zieht. Jawohl, und holt ihn. Sehr nice. Ja, da ist der Ehrgeiz. Jawohl. Schön gemacht.
gemacht, Ball noch geholt. Passt, hat sich leider verletzt. Da sieht man wieder, ja, Sydneys Pässe, die kommen schon echt ganz nice hier und da. Also sind schon echt nice Pässe. Aber ganz ehrlich, den Pass hätte er ganz ausgegeben sein. Den da so ins Zentrum, den fängt normalerweise ein Torhüter ab. Guck mal, der war auch schon draußen und rennt dann wieder zurück, der Torhüter. Ja, also die Entscheidungsfindung ist in dem Fall halt nicht gut. Ja, der Pass ist Sahne. Aber die Entscheidungsfindung ist Käse, weil er hätte den hier auf Außen geben müssen, weil er hier komplett frei ist. Und normalerweise solche Bässe Torhüter ab. Wieder auf den Sechser, nice. Sydney probiert reinzulaufen. Hier, durchgeben, genau. Sehr nice. Ja, leider nicht stark genug, der Pass. Aber gut, Laufweg war super, Pass war eigentlich auch gut gesehen. Nur nicht der Druck, aber das ist nicht passiert. Ja, wichtig ist, dass die Intention stimmt, ja, dass ihr das gesehen habt, dass ihr es probiert habt, so einen Pass zu geben. Das ist viel mehr wert, als dann der Fehlpass eventuell. Ja, wenn ihr sowas erst gar nicht seht, dann ist das auch nicht gut. So, jawohl, Sydney durch, sehr viel Platz, direkt Sahne, sehr schön. So, und Abdul wieder zurück auf Sydney. Ja, oder so, war gut. Jetzt macht Bilal wieder zu viel, Kopf ist die ganze Zeit unten. Er denkt auch nicht mal dran, den Ball zurückzuspielen, auch ganz wichtig, wenn ihr zu viel vor euch habt. Ihr müsst den Kopf, probiert die Köpfe immer hoch zu machen und zu gucken, ja, wenn es vorne nicht durchgeht, legt die Dinger ab. Ja, da ist meistens keiner, der es richtig verteidigt. Da kann auch mal der Mittelfeldspieler oder auch Abwehrspieler auch mal voll einzünden. Ja, ganz wichtig. Anstatt mit Krampf durch die Abwehr durchzukommen und den Ball dann zu verlieren, den Konter reinzurennen, das sind viele Kleinigkeiten, die wollt ihr nicht. Ja, und ihr wollt vor allen Dingen auch nicht mehr laufen. Deswegen probieren den Ball halt gut laufen zu lassen. Vielleicht einen Torschuss zu bringen, damit ihr keinen Konter kriegt. Ja, weil er dann vielleicht ins Aus geht, wenn er nicht trefft, geht ins Tor, wenn ihr trefft, aber ihr spart euch manche Laufwege. So, Pass, nice, schöner Pass. Jawohl, sehr schön. Wirklich sehr schön. Boah, nicht gut von Sydney. Sehr schön. Wirklich eigentlich schön gemacht von Abdul und so. Solche Dinger müssen auch rein. Die musst du auch gar nicht oben hin platzieren. Die kannst du so flach nehmen, ab ins lange rein, bumm, Tor. Und Abdul steht auch nicht gut, ja, um einen Ball zu empfangen. Weil so wie Abdul jetzt hier steht, um einen geilen Pass durchzukriegen, müsste der Pass genau hier durch. Dass das funktioniert, dafür müsste der Pass so fest kommen, dass Abdul den 5000 Jahren nicht kriegen würde, damit er keine Zeit hätte, den abzufangen. So, das heißt, Abdul müsste sich aufdrehen zur anderen Richtung. Ja, er müsste hier auf der Seite laufen, aber sich zu der Richtung aufdrehen, damit er den Pass hier durchgeben kann. Ja, hier ist viel mehr Platz, dass er den hier durchgeben kann. Ja, so wie Abdul aber einläuft, ist es sehr, sehr schwierig und auch nicht gut. Deswegen probiert immer an die Seite von einem Innenverteidiger zu kommen, aber sich nach innen so aufzudrehen, dass ihr genug Platz habt, um Pass auch zu empfangen. Ja, er macht sich das hier selber super eng. So, Abdul kriegt den noch. Gibt den schön durch an der Seite. Schön gemacht. Abdul bietet sich ganz außen wieder an. Auch okay. Und da auf Sydney rüberspielen, sehr schön. Also ich finde, Abdul macht hier und da wirklich gute Sachen. So, Sydney hätte hier schon rüberspielen müssen. Auf Bilal. Ja. Jeder Ballkontakt, den du nicht nutzt, ja, um das Spiel schnell zu machen, nimmt dir auch Zeit, um eine bessere Chance zu haben, aufs Tor zu schießen, weil der Gegner dann Zeit hat, sich wieder zu positionieren. Ja, deswegen ist das direkte Passspiel in manchen Situationen sehr wichtig. Nicht immer, muss man nicht immer machen. Aber vorm 16er ist es oft doch besser. Also es kommt immer drauf an, ne? Was du gerade vorhast. Ne? In welcher Position du gerade bist auf dem Spielfeld. Wenn Bilal hier nicht schießt, hätte er nach außen spielen sollen auf dem 15er. Beziehungsweise ja, wenn er präzise auf Sydney kommt, dann kann er ihn auch gut mitnehmen. Aber so ist es echt schwierig. Weil wenn der Pass gut kommt auf Sydney, kann er mit Tempo, ja, probiert immer euer Tempo hochzuhalten in solchen Situationen, dass du den Ball mitnimmst, legst ihr am besten gut vor, ungefähr hier hin, dass ihr dann direkt abziehen könnt ins Lange rein. Ja, dass der Innenverteidiger gar nicht hinterherkommt. Ja, deswegen immer das Tempo mitnehmen und hochhalten. Okay, Sydney.
Legt den da schön drüber. Boah, sehr nice eigentlich. Ja, so eine viel bessere Torschance kriegt man nicht. Ja, Bilal hat eben noch gelacht in der Kabine, aber das, der Junge, das muss ja mindestens aufs Tor kommen. Und hier 13er zum Beispiel, indem er hier reinzieht, macht er sich auch den Winkel sehr, sehr schwer. Ja, also prinzipiell, wenn du hier reinziehst, dann zieh ein bisschen quer nach hinten rein, wenn du so viel Abstand hast. Ja, ein bisschen weiter weg vom Torhüter. Ja, dass wenn der Ball hier durchkommt, du es viel einfacher aufs Tor bringen kannst. Hier musst du das so anschneiden, dass er wirklich hinten reinfliegt. Wenn er hier steht, muss er einfach nur noch gerade aufs Tor ballern. Ja, die Chance, Tor zu machen, viel höher. Also du hast da viel bessere Möglichkeiten, Tor zu machen. Deshalb nicht gerade aufs Tor rennen, sondern quer aufs Tor rennen. Und dadurch, dass ihr dann auch quer aufs Tor rennt, könnt ihr auch das Abseits besser vermeiden. Heißt, so hier. Nicht gerade, sondern so. Hier auch eine sehr, sehr schöne Situation. Und zum Beispiel, wenn ihr sowas habt, ja, dass zwei Leute auf euch zurennen und den Mitspieler da in der Mitte. Perfekt, um den Ball hier durchzulupfen. Also ein kleiner Lupfer, so ein kleiner Chip hier rein, genau auf ihn, für einen Doppelpass. Genau in diesem Moment, weil die stehen nicht so eng, dass man den Ball hier nicht durchkriegt. Und dann gibst du hier den Ball, läufst durch, nimmst den Ball mit oder kannst direkt dann schon abfackeln. Ja, also easy peasy. Hier schon zurückspielen. Braucht er gar nicht irgendwie groß weiter was machen. Das ist so viel Räume, dass er einfach hier hinten reinspielen kann. Und das ist der beschissenste Pass, den er machen kann. Von allen Entscheidungen, von allem, was er machen kann, ist den Pass hier hinten hinzubringen. In der Situation jetzt, die beschissenste. Er wird gedeckt, Abdul wird gedeckt von ihm und der Torhüter, wenn du ihn nicht perfekt durchkriegst, ist sofort da. Anstatt einfach den Ball hier auf 12er zurückzugeben, zack, da muss er, der Innenverteidiger, auf den 12er gehen. Und dann wird eventuell Abdul noch freier und Sydney auch frei. Also gleich viel mehr Chancen, irgendwas zu kreieren. Der Pass, auch wieder Käse von Bilal. Das ist halt auch so ein Ding. Macht das Ding natürlich, macht den Pass wieder beschissen für den Mitspieler. Ja, er macht hier den Rabona. Dadurch titscht er jetzt nochmal auf. Und Bilal kann den Ball nicht so gut kontrollieren. Ja, er muss ihn erstmal jetzt wieder runterkriegen. Also wäre er flach gekommen, hätte man direkt vielleicht mitnehmen können. Ja, also besser mal können. Deswegen probiert immer die Pässe so gut wie möglich zu euren Mitspielern zu kommen, dass sie das so easy wie möglich mitnehmen können. Ganz wichtig, weil das ist dann Qualität auch im Fußball. So, Sydney kriegt den Ball. Seht ihr das, dass Sydney die ganze Zeit nicht guckt, wo seine Spieler sind? Ja, der Ball kommt zu ihm, er guckt gar nichts. Er hat hier, bevor er den Ball schon bekommen hat, schon entschieden, er spielt den hier nach außen. Ja. Weil ansonsten wäre Abdul die beste Möglichkeit gewesen. Ball kurz annehmen. Hätte auch noch gereicht, eventuell. Und dann auf Abdul. Weil bis er hier außen ist, hätte sogar noch ein bisschen gedauert. Aber prinzipiell hätte auch direkt auf Abdul. Wenn man es sieht, kann man es auch direkt. Aber das ist halt genau das Ding, ja. Da fehlt die Übersicht. So, jetzt guckt Bilal mal. Jetzt tatsächlich läuft er und guckt mal. Und hat einen anderen Plan, ne? Aber ich weiß nicht, warum er hier nicht durchsteckt. Ich weiß es einfach nicht. Das ist auch wieder eine schlechte Entscheidung von Bilal, den Pass nicht durchzustecken. So, genau hier. Genau hier, das zum Fünfer den Ball durchstecken. Und normalerweise muss der Fünfer auch gucken. Ja, muss immer, ihr guckt immer auf den Ball, Leute. Damit ihr genau wisst, was passiert. So, und da muss der Pass wirklich durchkommen. Schöne Torchance da. Gibt den auf den 13er. Nimmt das komplette Tempo wieder raus. Nimmt sich damit auch die Chance, ein Tor zu machen durch Konter. Hat der Fünfer wieder den Ball, geht nochmal rüber und hier auf den 17er rüber spielen. Einfaches Tor oder einfache Torchance. So, und die Annahme versaut es hier wieder in dem Fall. Ne? Weil er wieder durch die Annahme dem Gegner die Möglichkeit gibt, sich wieder zu ordnen. Ne? Da. Hätte er davor den Pass, hätte er jetzt hier schon einen Schritt zum Ball gemacht, um das Ding dann ins Lange zu platzieren. Oder von mir aus auch ins Kurze, je nachdem, aber es wäre eine viel bessere Torchance gewesen. Ne? Weil jetzt ist es zu. Ja, gut mit dem Kopf hin, zack, hat den Ball und jetzt durchstecken. Jetzt direkt durch. Jawohl, sehr schön. Ist das die hier? Nice. Und da jetzt auf den zweiten Pfosten hinten rein oder Bilal im Zentrum. Ja, gar nicht groß mit dem Ball weiterlaufen.
Und das ist wieder der schlechteste Pass, den er hätte machen können. Weil er sich da wieder den Winkel hier komplett eng macht zwischen Torwart und dem Innenverteidiger, um den Ball hinten durchzukriegen. Ja. Hätte er vorher schon einfach hier in den Rückraum gespielt. Oder gleich auf den langen hin. So verpasst er die ganzen Möglichkeiten. Und das macht es sehr, sehr eng. Und schön auf Sydney. Da schon Feuer. Da schießen. Jawohl. Oh, war ein guter Schuss. War ein guter Schuss gewesen. War noch nicht so platziert. Aber ein guter Schuss. War an sich wieder einiges zu sehen, was man besser machen kann. Dem einen oder anderen wird es helfen, der da auch wirklich Interesse hat, sich zu verbessern und sowas. Ja, ich gebe da wirklich genug Tipps und Hinweise. Und ja, länger.